Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Tipps und Tricks für die Herausforderung in Deutschland auf den Schwierigkeitsgrad Jurassic. Hat Bewertung So, von dann 5 fangen wir auch Sternen erst an. Ihr erreicht. seht, ich Darauf werden hab's Sie stolz sein. geschafft in Solche 7 Stunden. Momente Hast du führen mir nicht vor gesehen? Augen, warum. 36. So, gleich am Anfang müsst ihr natürlich Wissenschaftler wählen. Da würde ich euch empfehlen, auf die letzte Zahl zu achten, nicht auf die ersten. Denn ihr könnt nämlich nicht so viele mitnehmen. Gleich am Anfang welche zu haben, die wirklich sehr groß sind, ist wirklich ganz einfach. Und wenn euch sie nicht gefallen, startet neu. Dann natürlich gleich ein Gehege mit einem Beobachtungsposten oder wie sich das Ding auch immer schimpft, jedenfalls wo die Besucher reingucken können, damit ihr gleich Geld bekommt. Zu den Dinosauriern, den ich gleich als erstes genommen habe, ist natürlich der Nuceratus, nicht der der Kleine, sondern der Größere, der macht natürlich mehr Anziehungskraft. Dann ist es natürlich wichtig, die Upgrades zu haben, nämlich zusätzliche Brutkästen auf alle Fälle. Da könnt ihr gleich schnell sehr viele Dinosaurier machen mit. Und es ist wirklich einfacher, mit mehreren Dinosauriern zu gucken, welche da irgendwo hinkommen. Natürlich in der Expeditionsanlage verbesserte Ausbeute ist auch noch sehr wichtig. Und natürlich, wie bei dem anderen natürlich auch, nehme ich die ganzen Verbesserungsupgrades für eure Wissenschaftler, dass die nicht so viel kosten mehr und dass die ihre Ausruhzeiten nicht mehr so viel kosten. Nämlich diese Personalzentrumskosten. Die müsst ihr reinnehmen am besten und natürlich hier das die optimierte Administration. Da kosten eure Wissenschaftler weniger auf alle Fälle. Um euch alles zu vereinfachen, baut euch am besten hier eigentlich, sobald ihr vieles habt, einfach alles aus. An den Krankheiten. Die Dinos werden viele haben. Dann natürlich, da wir nur zwei Gästesorten haben, die Hotels relativ nah an den Gehegen bauen, damit die auch wirklich viele Dinosaurier sehen können. Hier zu den Einkaufspassagen. Ihr braucht wirklich hier nur alles, was Luxus und normale Leute angeht. Also, oder Naturleute. Bei der Anziehungskraft müsst ihr natürlich achten, dass ihr wirklich auch 10 von 10 Spezies habt. Sonst kriegt ihr nämlich unten die Speziesvielfaltstrafe und die kann bei mehreren, bei so vielen Dinosauriern wirklich reinhauen. Bei mir waren es nämlich, wo ich jetzt einen weggelassen habe, über 1000 Anziehung. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten und natürlich auf eure Anziehung allgemein. Also Leute, somit bis zum nächsten Mal. Macht es gut.